Und herzlich willkommen zu The Last of Us. Der erste Part von wer weiß wie viele Parts, egal, ich fange jetzt mal an. Auf jeden Fall, ich muss euch sagen, dieses Game ist wirklich das beste Game ever, was ich kenne. Bis jetzt. Also als dieses Game rauskam, ey, ich habe überlegt, ob ich irgendein besseres Game kenne, außer The Legend of Zelda. Ja, ich bin ein The Legend of Zelda Fan. Nein, jetzt ohne Mist, das ist wirklich richtig gut gemacht. Also, so lange hat mich schon kein Spiel mehr begeistert wie The Last of Us. Ich freue mich schon, falls neue Teile rauskommen, was ich auch glaube. Denn ich will nicht spoilern, aber ich sag nur so viel, es hat auf jeden Fall ein offenes Ende. Schon gespoilert, aber egal. Naja, egal. Okay, Sony Captor Entertainment. Naughty Dog. Na klar, von dem Macher von Uncharted. Oh Mann, Uncharted ist auch richtig geil. Also ich hab The Last of Us. Oh, ich hab fast geheult, als das Spiel fertig war. Ich dachte, was? Das war's? Nein! Es darf nicht vorbei sein! Es muss noch mehr geben! Aber es war vorbei. Ich hab's noch einmal durchgespielt. Ich hab's zweimal durchgespielt insgesamt. Und das dritte Mal werde ich mit euch zusammen spielen. Ja, ich mache ein neues Game. Habe ich eigentlich alles vorbereitet, aber egal. Ich mache trotzdem nochmal, damit ihr seht, wie ich ein neues Game starte. Neues Spiel, normal. Ich habe keinen Bock auf irgendwie schwer oder was auch immer. Das kommt später. Ich werde das Spiel auf jeden Fall remaken. Das wird auf jeden Fall remaked. Das Game, sobald ich eine bessere Aufnahmequalität besitze und so und Kram. Naja, auf jeden Fall, neues Spiel. Ja, da speichern. Ja. Okay, dann. Ich glaube, jetzt dauert es trotzdem noch etwas, bis der geladen hat, oder? Geht sofort los. Nee. Ah ja, da sieht man so komische Pixeln oder Staub oder was auch immer, wie ich das beschreiben soll. Ja, das soll Sporen bilden, also zeigen. Und dazu komme ich noch später, was ich mit Sporen meine. Ich glaube, manche von euch wissen schon, was ich mit Sporen meine. Aber ihr werdet schon sehen. Auf jeden Fall, dieses Game. Ich freue mich schon drauf. Dieses Game zu Let's Playen, also fertig zu Let's Playen. Das ist einfach nur Hammer. Einfach nur geil. Also, die Leute, die schon Let's Plays geguckt haben oder das selbst gespielt haben, die wissen, was ich meine. Die wissen, was ich meine. Okay. Na, am Anfang braucht er immer so lange so laden, ey. Auf jeden Fall, ich bin mal ruhig. Gleich kommt eine Videosequenz. Und wenn die mal reden und so, ich bin sehr oft, glaube ich, ruhig im Game, weil sehr viel geredet wird im Game. Aber egal. Ui, lädt. Hä? Tisch. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit. Was gibt's noch zu sagen? Ja, man spielt hier mit, also die Charakteren, die kennt ihr bestimmt schon alle, Joel und Ellie. Man spielt hauptsächlich mit Joel, aber auch mit Ellie, aber das kommt erst viel, viel später. Und nur ganz kurz spielt man mit Ellie. Auf jeden Fall, jetzt ist fertig geladen. Ich bin ruhig, ab jetzt. Und einfach nur aufpassen, das Game ist geil. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, die ist...
Sie ist schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Hallo? Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Und los geht's mit Sarah. Was ist denn da die los? Die Tochter. Die Tochter von Jewel. Ja, erstmal überprüfen. Es ist tot. Ja, es ist tot. Die Leitung ist tot. Ja, jetzt beginnt die Apokalypse. Naja, die hat schon vorher begonnen, aber jetzt richtig. Ach, verdammt. So, was ist hier? Die habe ich total vergessen. Oh, eine Geburtstagskarte. Hat sie vergessen. Aufmachen. Und was steht drin? Lieber Papa, also schön. Du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre, du verachtest die Filme, die ich mag, trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater ever zu sein. Ja, ja, okay, das ist die Dings, Geburtstagskarte, was sie vergessen hat für Jules. Auf jeden Fall, gestern hatte Jules Geburtstag, ja gestern, wir haben schon einen Tag darauf folgen, also die Nacht ist schon rum gewesen gestern, als sie jetzt eingepennt ist, hat man ja auf der Uhr geguckt, ja, ja. Ich bin auch geguckt. Was gibt's denn so draußen? Eine Laterne! Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Halt die Klappe. So, Tür aufmachen. Da ist das Badezimmer. Da ist die Toilette. Ich muss noch nicht pissen. Erst später. So, die Zeitung. Ich werde bestimmt nicht jetzt alles vorlesen. Ihr könnt mal stoppen, das Spiel und von mir aus selbst lesen. Was stand da nochmal? Ah ja, da ist wieder wegen der Infektion gemeldet. Wie viele wieder infiziert waren. Daddy? Richtig viele und bla bla bla. Und jetzt geht's richtig ab. Jetzt gehen wir erstmal in sein Zimmer. Von Jewel. Komm, Sarah, geh da rein. Bist du hier? Oh, mein Fernseher. Wo bist du? Erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggression neigen und, Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los! Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Boom! Und das sieht man auch noch. Und boom! Das zweite sieht man auch. So, okay, weiter geht's. Runter. Ein schönes Zimmer hatte. Genau so sieht's bei mir auch aus. Also, ich brauche kein Video zeigen, wie es bei mir im Zimmer aussieht. Ja, okay, weiter geht's. Okay, runter. Was ist bloß los? Was bloß los ist? Die Welt spielt verrückt. Die Bullen sind unterwegs. Die Bullen dürfen wir abknallen. Und weiter. Ja, im Game können wir Bullen abknallen. Sein Telefon. Oh, das Telefon. Und wer ruft an? Oder wer hat SMS geschickt? Verdammt, wo bist du? Ruf an. Bin auf dem Weg. Der Tommy, der Onkel von Sarah. Der Bruder von Jewel. Was? Kühlschrank? Ich komme heute spät nach Hause. Du kannst dir Essen bestellen. Wir sehen uns morgen früh. Papa. Wo ist er? Er ist spazieren gegangen. Im Bordells. Nein, keine Ahnung, wo der ist. Aber gleich kommt er. Ja, vorhin hat man das Winseln vom Hund gehört. Der wurde
Wer weiß, was mit ihm passiert ist? Gefressen? Was weiß ich? Ah, da ist er. Ich bin mal ruhig. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott! Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Alles wird gut. Jimmy, halt los! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Scheiße. Nein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas? Ja, ein Parasit. Sagst du mir, was dieses passiert ist? Parasitenwesen gibt's ja wirklich. Aber komme ich auch später dazu. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Ich bin mal ein bisschen mehr ruhig, weil hier wird jetzt dauernd geredet. Im Auto. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher palabert. Und wo sollen wir hin? Er sagt, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. 71, die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Schöne Gegend. Gott, tja. Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hat Jimmy nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut. So, und jetzt? Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei. Nee. Stopp! Nee, fahr einfach weiter. Hast recht. So, immer weiter fahren. Niemanden mitnehmen. Wer weiß, was die haben. Welche Krankheit? Wir hätten helfen sollen. Und Krankenwagen. Und jetzt geht's ab. Ein Megastau. So eine Scheiße. So ein Depp, warum steckt er aus? Hoffentlich stirbt er. Und er stirbt aus. Tja. Tommy, Scheiße! Das kommt davon, wenn man aussteigt. Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja. Vollidiot. Hier. Nein. Lauf mal da! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, Tommy. Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel. Fahr zurück. Hinter mir sind sie auch. Da. Festhalten. Fahr einfach. Fahr die platt. Scheiß drauf. So, geschafft. So, wir wurden genockoutet. Jetzt stehen wir wieder auf. Und nichts ist passiert. Nur ein bisschen Kratzer. Da wird jemand zerfleischt, aber egal. Zurück, Kleines. Zurück. Das sind ja keine richtigen Zombies hier, die Infizierten. Das sind einfach Infizierte, also. Die haben einen Parasit und können sich nicht mehr kontrollieren, würde ich jetzt so sagen. Aber dass es Zombies sind oder so, würde ich jetzt nicht sagen. Zombies sind ja lebende Untote, kann man sagen. Also die sind tot, aber
leben noch irgendwie. Ja, wie soll ich es beschreiben? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber das sind ja keine Zombies. Die wurden einfach nur infiziert mit einer Krankheit. Und was will dieser Schwuchtel? Danke, Tommy. Okay, gib mir die Hand. Lauf! So. Was ist denn? Ja, jetzt müssen wir erstmal fliehen. Wie schlimm. Lauf! Wir müssen jetzt rennen. Genau. Ich trage sie, du ballerst. Bro, los geht's, Bro. Ein bisschen schneller, du kannst so ruhig laufen, Jules. So, das ist hier die Stadt, wo die leben. Ja, also die haben ja nicht richtig in der Stadt gewohnt. Aber egal, sieht doch schick aus, gell? So, richtig schön apokalypse-mäßig. Ja, so gefällt's mir. Alles brennt, ja, immer weiter, rennen wir weiter. Na, hinter uns werden Leute zerfleischt, wenn man zu lange stehen bleibt, wird man auch zerfleischt, habe ich festgestellt beim zweiten Mal durchspielen. Habe ich mal getestet, was passiert eigentlich, wenn man stehen bleibt. Man wird eiskalt zerfleischt von infizierten Leuten. Auf jeden Fall, ich kenne ja das Game schon zweimal. Wie schon gesagt, schon dreimal. Auf jeden Fall geht's jetzt hier lang. Los, kick die Tür auf, Bro. Danke, Bro. Ja, ich geh los. Achtung, jetzt werden wir angegriffen. Geh sterben! Genau. Tommy, baller in den Schädel weg. Genau. Wir sind fast da, Kleines. Ja, wir sind gleich da. Und jetzt verfolgen wir uns. Irgendwelche Penners. Los, renn weiter. Ja, ich komme, beweg du dich. Ja, rein da! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Danke, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! So, und das war's. Wir hauen ab. Und sehen ihn nie wieder. Na klar, sehen wir ihn wieder. Das ist der Bruder von Ju. Der verreckt nicht so schnell. Hinter uns ist schon jemand, der will unser Knackarsch fressen. Aber mein Knacker ist viel zu knackig wie ihn. Ich hau einfach weiter. Und da kommt noch eine Sau. Und jetzt muss ich mich ein bisschen schneller bewegen. Okay, Videosequenz, ich bin mal ruhig. Jetzt ist drauf. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das gehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik.
Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Sommer. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Jo, gehen wir mal zu Robert. Und stecken einen Punkern in seinen Arsch. So. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das sehen wir vielleicht im nächsten Part, weil... Nee, nicht mal im nächsten Part. Das dauert eine Weile. Auf jeden Fall, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sag... Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Bis zum nächsten Mal. 9 Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, okay, jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal.